Ich weiß nicht, ob die einen aufhalten sollen oder ob die einen pushen sollen. Ja. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario Maker 2 One Level Per Day. 50 Second Speedrun von King Tony, der nächste Speedrun in Folge. 50 Second Speedrun and have fun. 13,43% ist die Abschlussrate. 18 von 134 waren erfolgreich und 43 Leute haben es gespielt. 8 Herzen hat es bekommen. Let's go! Let's go! Schauen wir doch einfach mal, ob dieser Speedrun ein bisschen besser durchdacht ist. Nein, ist er schon mal nicht. Speedrun, wo man in eine Röhre springen muss. Ja, selten. Ja, hier ist das gut gedacht. Angebonkt. Ich weiß nicht, ob die einen aufhalten sollen oder ob die einen pushen sollen. Aber knapp bemessen, ne? Sehr knapp bemessen. Aber ich möchte noch mal was gucken. Also als allererstes, hier muss man übrigens springen, wenn man das haben möchte. Genau. Hier hat man dann zu viel Speed. Hier sollte man dann doch mal rutschen und hier auch. Hier dann nicht mehr. Weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Hier sind gute Ansätze dabei, aber dann halt auch wieder so Ansätze, wo ich mir denke, nee. Ja? Du arbeitest viel zu viel mit den Trampolinen. Du versuchst entweder mit den Trampolinen einen Push zu geben oder einen aufzuhalten. Aufhalten in dem Augenblick, da musst du das ein bisschen anders platzieren. Ein Push ist vollkommen in Ordnung, bloß auch da funktioniert es halt nicht hundertprozentig. Und wie man ja sieht, der Weltrekord liegt bei 41 Sekunden und wenn ich nicht ein, zweimal gebonkt wäre, hätte ich ihn vielleicht auch ein bisschen näher rangekommen, ne? Aber der Speedrun im Grunde war gut durchdacht, bloß es fühlte sich nicht flüssig an. Es war einfach nur, gut, du musst innerhalb von 50 Sekunden durch dieses Level durchkommen. Aber wie gesagt, da ist so dieses kleine, am besten ist ein Speedrun wirklich, wenn man gar nicht irgendwo anecken kann. Ja, du machst links-rechts Kurven beispielsweise und das innerhalb einer kurzen Frequenz nach oben und auch da nicht mal mehr mit Trampolin. Also da ein bisschen anpassen und dann würde ich sagen, könnten die nächsten Level nochmal einen Ticken besser werden. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.